Können wir gleich mal ein paar Lampen setzen. Bisschen Licht an Fahrrad machen hier. Dass ja nicht alles so extrem dunkel ist. Kohle. Wir müssen aufpassen. Also dieses Kohlefeld da ist ja wahrlich nicht groß. Wir müssen also uns eine Basis geschaffen haben, wenn wir dann... ich sehe schon, wir brauchen jetzt mittlerweile alles. An Energie, Performance, Available Performance. Wir sind ganz knapp oben dran. Das heißt, wir brauchen wieder ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Wasser. Ein bisschen mehr Dampf. Das ist halt die Frage. Ich könnte noch ein so ein und vielleicht... Wir haben 6 und 5. Wenn ich also noch eins baue... Teste ich jetzt einfach mal. Okay, was brauchen wir denn jetzt gerade nicht? Das und das. So. Ich will das jetzt einfach mal testen. Ja, ja. Ich weiß schon, wir brauchen Strom. So. Temperatur 100. Wasser ist... Sieht so aus, als ob es reicht. Okay, da können wir also 6 hintereinander schalten, brauchen da bloß nochmal ein so ein Teil dazwischen. Gut, merke ich mir, können wir so lassen, schätze ich. Da wir jetzt schon mittlerweile hier ein bisschen Platz haben, das können wir, glaube ich, wegmachen. Würde ich sagen, bauen wir mal schon mal ein, das, wo wir jetzt nicht genug haben. Ich sehe gerade, ich glaube, grün haben wir noch nicht genug. Ne, haben wir nicht genug. Dann müssen wir noch mehr grüne Flaschen herstellen. An Rohstoffen haben wir, glaube ich, schon genug. Ne? So, ich baue jetzt mal 2 solche Teile und noch ein sowas. Vielleicht 2. Ne, 1 reicht. Genau, damit wir dann nämlich mal hier unsere Karte ein bisschen erweitern können. Verteidigen können wir uns ja jetzt soweit. Das Problem ist dann bloß, wir müssen ja alles mal ein bisschen im Auge behalten und mal sehen, wo auch das nächste größere Kohlevorkommen dann ist. Also das reicht zwar noch eine Weile, hier haben wir auch noch ein bisschen was und das vom Kupfer auch, aber da ja vieles mit Kohle läuft, ne, da sollten wir auf jeden Fall Ausschau halten nach dem nächstgrößeren. Und die Bugs müssen wir bald mal davon nicht schnieren, damit die uns dann nicht nerven. So, wie mache ich das denn jetzt am besten? Schön hier ans Wasser. Zack. Hier noch das Nest hin. Machen wir das jetzt? Ja. Ich weiß, wir müssen... Achso. So, jetzt sollte es hoffentlich safe und dicht sein. Du bekommst noch ein bisschen Munition. Und Strom bekommst du. Wie machen wir das am besten... So, und schon geht's los. Unsere Karte wird erweitert und auch alles, was diese Signale wahrnimmt. Denn ich glaube, die hiesige Alien-Bevölkerung fühlt sich durch diese, ja, Satellitenschüssel ein bisschen gestört. Und wird das versuchen, kaputt zu machen. Aber da hat sie dann ein Wörtchen mit unserer Kanone zu reden und ja. So, jetzt müssen wir mal schauen hier. Ich glaube, ich hatte ja in der letzten Folge mal gesagt, wie viel Eisen, also wie viele Minen solche Teile versorgen können. Ah, wir können wieder forschen. Was machen wir denn? Lab-Effizienzi, Inserter, bla bla bla, Strom, bla. Ah, bessere Verbrennungsöfen. Ja, brauchen wir auch. Auto brauchen wir auch. Schwierig, wo fangen wir denn jetzt hier an? Bessere Türme brauchen wir auch. Das war doch, glaube ich, irgendwo könnte man doch erforschen, dass wir noch... Ach, das. Ich erforsche erstmal das. Da haben wir dann hier eine zweite Leiste. Das ist für den Komfort und Komfort ist wichtig. Wichtig, wichtig. Ich glaube, wir müssen so oder so gleich noch so einen Bohrer bauen. Ah, ja, kommen sie schon wieder. Aber ich glaube, rot bedeutet, ist noch alles gut. Die haben da... Nur ein bisschen was angekratzt, aber es steht auf jeden Fall noch alles.
Wäre ja auch schlimm, denn wenn es dann dunkel wird, ne? Ja, wisst ja, was dann ist. So, ich hoffe, das sollte eventuell dann an Eisenerz reichen. Wird sich zeigen. So, wir brauchen auf jeden Fall, obwohl... Was fehlt dir? Dir fehlt grün? Ach so, weil... Nee, wir müssen tatsächlich noch ein grünes bauen hier. Aber, weil ich das ja gerade sehe, genau. Wir brauchen das. Grüne Kabel und wir brauchen das. Und da brauchen wir... Stahl! Wir brauchen schon Stahl. Stahl. Das ist natürlich jetzt gar nicht so einfach. Das heißt, wir müssen noch eine zweite Produktion bauen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Eisen. Das heißt, wir brauchen Sachen. Bevor ich jetzt hier aber weitermache, würde ich gern diese Teile herstellen. Die brauchen auch wieder Elektronik, Eisenplatten und das. Das haben wir auch hier unten. Da haben wir noch eine blaue. Ne, mache ich gleich mal. Und dann brauchen wir noch das. Funktioniert das so, wie ich mir das denke? Ja, ich denke, das funktioniert schon. Brauchen wir auf jeden Fall noch so ein Teil. So, das erste kommt dahin. Doch. Na gut. So. Brauchen noch ein... Am besten irgendwie so, dass das drumherum führen kann. Am besten. Ich führe am besten vielleicht erstmal die Teile hin. Das ist sinnvoller. Unterführung, da haben wir bald nicht mehr. Wir brauchen wieder mehr Eisenplatten. War doch irgendwo, genau. Du kümmerst dich ja darum, dass wir ja mal genug Eisen haben. Ich habe das Gefühl, wir müssen gleich mal zu unserem Kupfer schauen, ob da noch alles steht. Ich tue auch mal noch eine kleine Lampe dazwischen. Einfach nur, weil es schon sonst so dunkel ist. Viel zu dunkel. Habe ich Angst. Angst habe ich da. So. Hatten wir hier schon? Nee. Bäm. Oh, ich sehe schon. Die haben wieder ganz schön was angekratzt. Da müssen wir, glaube ich, fast bald mal noch ein neues, also ein weiteres Geschütz bauen. Wie ich das hier sehe. Ne? Es hat auch schon ganz schön was weggemäht, aber es sind ja doch einige, die jetzt hier kommen. Vermutlich sollten wir als nächstes auch nochmal Bullet-Schaden wieder erhöhen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Wir sollten allgemein noch irgendwas bauen, was uns Geschütztürme baut. Und wir müssen noch was bauen, was uns Bohr baut. Und wir müssen alles bauen. So viel zu tun. Ist das herrlich. So, machen wir auch weg. Zack. Machen wir so. Und die erste Unterführung. Bleb. Der kommt hier. Alt. Nicht. So. So. Das ist halt die Frage, ob ja einer reicht. Ich würde denken, einer reicht. Hoffe ich zumindest. Ja. Wird schon. So, theoretisch. Eigentlich ja nur so. Bleib. Ne? Du, das. Eisenplatten. Uno momento, Eisenplatten kommen. So. Und dann... Du brauchst sogar noch blaue. Das müssen wir dann auch noch bauen. Aber als erstes brauche ich dann eine kleine Kiste. Am besten wieder so eine Holzkiste, die wir da hinstellen. Die ist fast kaputt. Die repariere ich am besten mal. So. Wieder fix wieder gebaut. Schade, jetzt so. Schon geht's los. Wir bekommen normale Inserter und solche Inserter. Ja, ich glaube, wir hätten gar nicht so eine schnelle Maschine bauen brauchen.
Es funktioniert auch so sehr gut. Ja, na super. Gefällt mir. Munition wird gebaut. Was wir vielleicht noch brauchen, ist jetzt erstmal noch eins, was uns so grüne Dingelsbumschen, Bumsteilchen baut. Grüne Fläschchen. Ich muss auch noch irgendwas bauen, was das baut und dann gleichzeitig noch das baut, damit ich das nicht immer herstellen muss und mir immer wieder ein paar mitnehmen kann. Weil es dauert ja auch so seine Zeit und ja, noch haben wir keine Drohnen, das heißt, wir müssen uns das noch alles selbst versorgen. Leider. Kann ich gleich mal ein paar mitnehmen? Wenn, was? Das geht aber fix. Das müssen wir dann auf jeden Fall reduzieren. Ah! Hilfe, Hilfe, Munition. Ich meine, nee, nicht Munition. Geschütze, wo sind meine Geschütze? Geschütze! Schießt, wo? Ah, da oben. Feuer, Feuer frei, schießt! Ah! Mach sie kaputt, mach sie kaputt! Ah, mein Herz. Alter Schwede, wo kam das denn her? Die haben was kaputt gemacht! Nein! Kann doch nicht wahr sein! Da! Die haben das kaputt gemacht! Nein! Wo seid ihr? Alter! Sind die hier? Wo sind die? Von wo sind die denn gekommen? Sind die unten durchgelaufen oder was? Das kann aber nicht sein. Das kann nicht sein. Da müssen wir ja eine Mauer bauen. Und mit der Mauer müssen wir die Mauer und ein paar solche Teile bauen. Kann ja wohl nicht Sparschwein hier. Okay. Gib mal alles her, was wir... Bullet Damage. Reset bitte. Wir müssen da mehr Schaden rausknallen. Gib mir mal ein bisschen mehr davon. Wir müssen mehr Kanonen bauen. Jetzt hole ich mir gleich nochmal mein... Oh, du hast kein... Ach ja, stimmt. Dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen, sonst das immer hinzubauen. Okay, na gut. Es ist jetzt noch nicht so viel Mauer, aber wir können auf jeden Fall schon mal anfangen, eine Mauer zu ziehen. Eine kleine Mauer. Oh, hier ist auch nochmal. Das können wir uns merken. So. Ja. Ach, wir haben ja jetzt auch hier, ihr seht es, zweite Reihe. Schön, sehr schön. So, mal sehen, wie weit wir jetzt kommen. Nee, Sense. Ah. Ich sehe schon, wir müssen wieder Munition abholen gehen. Ein bisschen was haben sie jetzt. So, haben die uns da was kaputt gemacht? Ey, das kann ja wohl nicht sein. Was stand denn da? Ach, sind sie gleich auf unsere Munitionsherstellungsprozessmaschine Dingensbums gegangen? Kann wohl nicht sein, ist okay, hör aufzubauen. Bau uns sowas. Kann ja wohl nicht wahr sein. Haben die uns hier die Munition rausgeklaut, ey? Den haben sie auch gleich noch kaputt geschossen. Schlauen Biester. Die wissen schon, worauf sie gehen müssen. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. So, deine Aufgabe ist es, Munition zu bauen. So, du hast alles. Dann mache. So, warten wir. Genau. Stimmt, du kriegst mal noch eine Lampe, damit ich dich auch so ein bisschen in der Dunkelheit wiederfinde. Ah. Es dauert schon ganz schön lang. Ich glaube, ich sollte mal das irgendwann doch noch mal ein bisschen mehr automatisieren, habe ich so das Gefühl. Aber alles der Reihe nach. Wir können ja hier nicht alles auf einmal machen. Ja, kennst du, weißt du? Kupfer. Kupfer hat auch mal abgezweigt. Ist okay. Ist okay. So, ich gebe euch mal noch ein bisschen mehr Munition. Ja, damit ihr auch alles, was ihr habt, rausballern könnt. Ah. Reicht das für... Naja, müssen wir dann auf jeden Fall noch ein bisschen einkesseln, aber an drei Kanonen an sich sollten sie nicht so schnell vorbeikommen. Kommen. Bin ich ja froh, dass wir schon diese Rüstung haben, ey. Sonst wären wir jetzt ja vollends am Arsch gewesen. Okay.
So. Das können wir dann einfach so weiterführen. Nein, ist nicht wahr. Nee, oder? Nee, oder? Böser Stein, wie kriege ich dich weg? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich den Stein wegbekomme. Ist egal, dann bauen wir halt ein bisschen drumherum und dann ist das auch okay. Nein, halt doch nicht. So. Ja. So ist okay. Stein, du nervst, aber egal. Notfalls müssen wir das halt ein bisschen dann hier mit Unterführung oder so einen Käse machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass zwei solche Herstellereinheiten, Teile, Dingens, Bummens schon wieder, jetzt sind sie schon angekommen. Die Angriffe werden häufiger. Wir sollten auf der Hut bleiben. So, du stellst uns ja auch Fläschchen her. Und du brauchst eigentlich nichts weiter, außer das. Naja, braucht er wegen eine ganze Weile, ihr so ein grünes Fläschchen hergestellt habt. Ist okay, aber jetzt mit zwei solchen Einheiten sollten wir eigentlich genug herstellen können. Selbst jetzt blitzt ja eigentlich alles, also es sollte dann mehr als genug werden. Das ist schon auch schön, wie das hier gerade schon so alles flutscht und läuft, ne? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Auch mit den Metallplatten sieht es so aus, als ob jetzt doch, würde ich sagen, genug ankommt. Und wenn uns dann doch was fehlt, dann baue ich noch eine Mine und dann fangen auch die unten an zu befeuert zu werden. Mittlerweile kommen wir ja mit dem hier aus. Ja. So, okay. Was war denn jetzt eigentlich so mein nächster großer Plan? Schauen wir mal auf die Karte, was haben wir denn schon aufgedeckt? Noch nicht so viel Kupfer und hier oben kommt, glaube ich, das nächste Kohle. Ha. Und Öl. Und hast du nicht gesehen? Ja. Was war jetzt mein Plan eigentlich? Weiß keiner. Ich weiß es auch nicht. Ach, wir brauchen Stahl. So, und wo wir gleich wieder dabei wären, baue ich das jetzt hin. Wir haben gleich eigene Kohle. Ich weiß nicht. Das wird dann so hier und vielleicht so hier. Keine Ahnung. Ich wollte irgendwie, das hier bedeutet, mit dem, was ich hier abgesteckt habe, soll ja alles Platten werden. Das heißt, hier könnte man jetzt theoretisch doch anfangen mit Stahl. Das können wir dann sogar hier abzweigen.